sind wir bei einer weiteren C-Fan-Mission, Shadows of Eidolon. Natürlich in ganz normalen Menüpracht. Wurde mir von der lieben Miza HDX empfohlen, beziehungsweise ich fühle mich schon wie beauftragt, dass ich diese Mission machen soll. Ist für mich natürlich komplett blind. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Wir machen erstmal ein neues Spiel. Experte natürlich. Shadows of Eidolon. Schauen wir mal. Ah. Looks like you lost the guards for now. Better gather your troops. Ich habe mal die Vorgeschichte ein bisschen kurz durchgelesen. Die ist relativ kurz beschrieben. Wir spielen, glaube ich, nicht Garrett, sondern jemanden, der Metros heißt. Und wir wurden angeklagt für ein Verbrechen, was wir nicht getan haben. Und sind aus der Stadt geflüchtet innerhalb eines Wäldchens, wo wir die Verfolger, glaube ich, abgehängt haben. Und ja, jetzt beginnt unsere Geschichte, was auch immer uns da erwartet. Ich hoffe, es gibt was zu klauen. Warte mal, Schwierigkeitsgrad ändert sich nichts. Natürlich nicht. Okay, und los geht's. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall gibt's keinen Shop wahrscheinlich, weil wir sind ja geflohen, also. I don't see him. That son of a bitch, he got away. Sir, we should call it a night. We'll never find him out here. We're gonna patrol all night if that's what it takes. But we're not leaving here without him. But sir. No excuses. Find him now. Spread out. Find that bastard. Yes, sir. Aye, aye, sir. I won't be getting back out this way anytime soon. Better see where this leads. Ah, es piept ein bisschen beim Sprechen. Übrigens, die Stimme kommt mir bekannt vor. War das nicht Random Taffer? Oh, und es ist so dunkel hier. Können wir da jetzt zurückgehen? Warte mal. Also die Wachen suchen nach mir. Haben wir irgendwie Licht oder sowas? Wir haben keine Items. Wir haben keine... Doch, wir haben eine Flare in der Hand. Und das war's. Mehr haben wir nicht. Oh Gott, ich hoffe, das artet nicht in einer dieser Missionen aus. It's too dark to see in here. I'd better use my flare. Ja, ich benutze doch meine Flare schon. Da hinten habe ich kurz was gesehen. Ich hoffe, das ist nicht einer dieser Missionen. Hallo, Spiel? Ich vertraue dem Ganzen nicht. Also, es ist auf jeden Fall... Also, wir sind innerhalb eines Abflussrohrs. Und ja, wir suchen jetzt eigentlich nur den Weg weiterzukommen. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. These are drainage tunnels of some kind. So, where's the water? Ja, da hast du recht. Abflusssysteme ohne Wasser. Und ich höre absolut nichts, gar nichts. Und das ist schrecklich. Ich passe schon immer ein bisschen auf, dass mir hier nichts entgegenkommt. Oh, was war das? War gerade ein kleiner Bug oder sowas. Ich konnte kurz nichts sehen. Also dieser Weg ist voller Scheiß. Da guckt schon Erde raus. Also hier geht's nicht weiter. Dann können wir nur den anderen Weg gehen. Und die zwei Wachen, die mich da einkerkern wollen, suchen mich. Ach Mann, was ist das für eine Mission? Sind wir... Ich glaube, ich habe es gehört. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Wir sollten doch eigentlich... Ich wollte eigentlich klauen und so, ne? Was ist das? Ich bin ein bisschen verwirrt. Okay, wir haben jetzt wieder zwei Wege. Oh, ne, wir haben nur einen Weg. Mann, müssen wir jetzt durch ein dunkles Labyrinth laufen? Ich habe eigentlich gar keine Lust auf sowas. Ich will Loot. Ich gehe extra vorsichtig, weil ich nicht weiß, was mich jetzt... Was ist das da hinten? Ist auch blöd, dass man nicht so weit gucken kann. Das ist das Schreckliche an dieser Mission. Das Tempo ein bisschen drosseln. Das ist schrecklich. Warum ist das so? Warum? Was ist das hier so einer dieser Jumpscare-Missionen? Bitte nicht. Was hier? Oh Gott. Okay, ich sehe schon. Mhm. Ich weiß, worauf das jetzt hinausläuft. Es gibt nur einen Weg. Und das ist runter. Hui! Oh, endlich wieder Licht. Wenn ich hier rauskomme.
Warte mal, gibt's vielleicht erst. Moment, wir gehen, bevor wir rausgehen, gucke ich mich nochmal im Wasser um. Verdammte Dunkelheit, aber die ist ganz schön dunkel. Also das ist so dunkel, da sehe selbst ich nichts. Und sonst sehe ich ja meistens immer noch ein bisschen was aus der Dunkelheit, aber hier sieht man gar nichts. Okay, mehr gibt's hier nicht. So, jetzt sind wir anscheinend in der Kanalisation gelandet. Und der Weg ist so einladend. Wenigstens höre ich jetzt was. Ha. Nur ein paar Pilzis. Let's not try that again. Wir versuchen trotzdem mal auf Stealth-Modus. Es ist zwar dunkel, aber das sollten wir auch für uns nutzen. What is this place? Looks like some kind of old mining facility. Ich mach mal kurz eine Quicksaving. Ja, was könnte das sein für ein Ort? Ein riesiger Ofen oder sowas? Irgendwelche Rohre? Wir sind im Dunkeln, uns kann eigentlich nichts passieren. Also, man kann uns nicht sofort sehen. Alter, dieses Geräusch. Was ist das hier? Es gibt nur einen einzigen Weg. Und wir haben keine Karte. Wir haben Find another way out of this place. Shadows of Eidolon. Warte mal, was ist das? Was war das für ein Geräusch? Ich kann es nicht mehr sehen, was da unten ist. Oder ein Leiter auf jeden Fall. Hm. Ich verstehe schon. Diese Geräusche kommen auf jeden Fall aus dem Sound Sample. Und wir müssen jetzt hier runter. Oh Mann, das ist so blöd. Wer baut denn solche Missionen? Jetzt laufe ich hier nochmal in die Dunkelheit. Eigentlich will ich am liebsten das Licht ausmachen. Hier, so, ja. Oh. Tolle Mission. Ich wollte eigentlich eine andere Sea-Fan-Mission spielen, aber habe mich dann doch dazu verleiten lassen, weil ich doch ein bisschen neugierig bin. Oh, wo bin ich denn jetzt? Ah. Natürlich macht das auch Sound. Warte mal, kann ich die auch anders anzünden? Nur so kann man die anzünden, oder was? Das ist das erste Mal, dass mal das Licht nützlich ist für uns. Ein Schlüssel. Habe ich doch sofort entdeckt, mein Freund. So, was haben wir hier? Rob tells me the North Wing crew found some interesting things during a dig the other day. If that's this case, Master Jurin will be pleased. If I have to check one of the report's logs when I return from my runs in Dayport. Oh, and I left a spare key for the maintenance crew. In case there's another leak in one of the water mains, they can take a shortcut to my office instead of having to go all the way around the drainage facility. The key is on the top of my armory. Okay, das haben wir schon gefunden, Gregory. Wo kommt das Licht her? Ach, von der Türe. Also ist dahinter ein... Ist dahinter auf jeden Fall was. Da kommt das Licht her. Na dann. Was ist denn das? Was ist das? Sieht aus wie ein Hamaritentempel. Bloß vorsichtig, Leute. Ich habe leichtes Unbehagen an diesem Ort. Aber nur leichtes.
Gibt's hier nichts zu stehlen? Kein Loot? Wir sind mitten auf dem Präsentierteller. Da ist eine Türe da links. Und da rechts auch. Wir haben keine Karte. Wir haben aber einen Fluchtweg. Wobei der nicht gerade fluchtig ist. Haben die Amariten ja irgendwas zu verbergen. Wir haben auch keine Seilpfeile, nichts. Hier gibt's einen Weg. Ich check erstmal beide Türen. Und dann gehen wir einen in dieser Türen. Aber es kann sein, dass wir beide zum selben Ort führen. Ich habe auch so das Gefühl, dass sie zum selben Ort führen. Aber diese Musik ist ja abgefahren. Abgespaced. Immer schön im Schatten bleiben. Weil es muss einen Grund geben, warum das hier so verlassen ist. Warte mal, kann ich die Dinger zerstören? Cool! Kann man vielleicht doch noch was finden. Hä? Wo kommt hier das Licht her? Ich weiß, ich soll die Atmosphäre nicht zerstören. Es ist ja atmosphärisch. Da geht's weiter. Da ist eine Leiter, oder was ist das? Nee, das ist nur ein Schatten. Das sind zwei Wege. Die wir auch zum selben Ort führen. Wer hat das nur gebastelt? Warum bastelt man sowas? So, hier geht's wieder auch wieder zurück. Und hier ist auch nur Schatten. Es ist sehr eindeutig, wo wir lang müssen. Oh Mann. Nicht viele Optionen. Ein großes Gitter. Bitte bleib offen, Gitter. Ein Seilpfeil. Machen so viel Lärm. Das ist absolut nicht mein Stil. Jetzt auch noch nach unten, weil hier keine andere Option geboten wird. Keine Fackel, nichts. Das ist jetzt nicht euer Ernst, Leute. Ich soll doch nicht hier runter. Warte mal. Wenn das ein Fahrstuhl ist, wo sind die Knöpfe? Die Musik geht weg. Ich will sie wieder haben. Oh Mann. Da hinten ist was. Seht ihr das? Sieht aus wie eine Türe. Aber ich sehe keine Fackel, nichts. Warte mal, sind wir jetzt wieder hier? Kann ich das anzünden? Nee, schade. Okay, das sieht aus wie eine alte Mine. Der Strom ist ausgeschaltet. Electric lights. There must be a way to restore power to them. Oh, erschreck mich doch nicht mit deiner Stimme. Ob es schlau wäre, die Tür wieder zu schließen? Mann, ab und zu ist mal... Hier, seht ihr das? Das ist ein leichter Bug. Ab und zu geht mal das Licht weg. Ich glaube, es ist keine schlaue Idee, hier das Licht anzumachen. Da hast du wohl recht. Aber eigentlich ganz gut, dass der redet. Dadurch hat man noch ein bisschen Sicherheit. Wir müssen im Grunde nur den Strom anschalten, um durch die Tür zu kommen. Ich mach die mal zu, damit wir sie hören. Falls doch jemand kommen sollte. Nur was könnte hier unten lauern? Ein Generator? Das ist er. Ich kann mich nicht hier reinstellen. Okay, Strom ist eingeschaltet.
This must be the generator. Oh, der Text kam ein bisschen spät. Am I getting this creepy feeling? Das ist nicht dein Ernst, Spiel. Die Statue ist weg. Nein. Die Statue ist weg. Ich drehe mich nicht mehr um. Du fucking Spiel. Das kann nicht dein Ernst sein. Die Tür ist offen. Das Doofe ist jetzt, die ist ja nicht mehr hier. Die kann ja also nur noch hier rumschwirren. Alter. Also liebe Mieze, wenn du das sehen solltest, trotzdem nochmal einen netten Gruß an dich. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Vor allem, warum machen wir das Licht an, wenn es hier noch tiefer geht? Warte mal, warum können wir noch tiefer gehen? Wir müssen doch wieder nach oben. Wir sollten doch nur den Strom anstellen. Hallo? Eine Amaritentür. Oh, wo sind wir denn hier? Da hinten sieht es aus, als wäre was versteckt. Seht ihr das? Ah, okay. Hier ist auch noch ein Power Generator oder sowas. Da geht es auch noch weiter. Also ich verstehe schon, das hier ist zum Schalten, damit wir durch das Gitter da kommen, aber... Ich wollte eigentlich ein bisschen tiefen. Warum ist das hier so? Hä? Diese Wand ist einfach nur da. Es ist doch sehr merkwürdig, dass hier so das offen ist. Und dann diese Störgeräusche. Also es ist auf jeden Fall ein Horror-FM. Definitiv Horror. Wenn das aber nach einer Thief-Logik geht... Werden Gegner mich auch nur sehen können, wenn ich im Lichte bin. Also sobald ich die Flare ausmache, kann man mich nicht mehr sehen. Ich erwarte eigentlich nur noch, dass hier einmal was passiert. Und wenn es passiert ist, dass es dann vorbei ist. Aber ich würde gerne wissen, ob er es schafft. Da hinten geht es auch noch weiter. Alter. Meine Neugier ist größer. Da scheint es wieder hoch zurückzugehen. Aber wo geht's hier hin? Oh, ein riesiges Gitter. Ja, das ist eine Mine. Definitiv eine Mine. Okay, wieder eine Türe. Was ist denn das? Was wird denn hier hergestellt? Wow. Irgendwas wird hier hergestellt. Warte mal, Thief Style. Aha. Ein Buch. Das löst vielleicht das Ganze auf hier. This must be one of the report logs. I should be able to find something useful in it. Lesen wir mal. Second week, fourth quarter. Production is from the last week and outbounded shipments of hammers, swords and coal are in almost overwhelming abundance. Master Druin says they found a big red gemstone, some kind of relic in one of the coal veins. If that's the case, it looks like a
We're going to living like nobles. Also, sie haben einen großen, fetten, roten Rubin gefunden. Also, Gemstone könnte auch Edelstein heißen, aber Gemstone, die meinen mit einem roten Gemstone halt einen Rubin. Dritte Woche. Master Druin has taken prisoner of the relic to study it and to make arrangements with a buyer. Okay, er sucht auch schon nach einem Käufer. Ist das nicht aber ein bisschen untypisch für Hamariten, dass die wertvolle Relikte verkaufen, um mehr Geld zu kriegen? I only hope then he can get his take care of quickly. A production has failing to a minimum. The workers are furious that Master Durin decided not to sell the relic. Ach so, okay. Well, I can understand their frustration. It's not the workers that concerns me, but Master Durin. Ever since he got the relic, he seems very different. I don't know who the man is in the chapel, but it is not the sweet old Durin I worked with all the years. Okay, hat sich verändert. Aber wie kriege ich das Ding hier auf? Oh, mein Schlüssel ist auch gleich weg. Okay. Oh, hier ist sogar eine Pfeife, womit Feierabend ist. Also, die Hamariten haben hier in diesen Minen gearbeitet, haben einen roten, riesigen Rubin gefunden. Und dieser scheint anscheinend hier Unheil gebracht zu haben. Außerdem konnten sie ihn nicht verkaufen. I should be able to get out this way. Was steht denn hier? Attention. Due to security reasons, all doors to the surface must remain locked when not in use. For access to the Silogen. Oh, alle verschlossen, wenn sie nicht benutzt werden. Das heißt, wir brauchen einen Schlüsselmeister, der uns diese Türen öffnen kann. Flackern das Licht. Natürlich. Warum nicht? Und da ist ein kaputtes Banner. Das kann ich auch. Ich kann die auch kaputt machen. Alter. Bones. Human bones. What the hell happened here? Ja, was glaubst du, was hier wohl passiert ist? Ich würde mal Reis ausnehmen, abhauen hier. Die haben sie ja völlig verdreht. Es war auf jeden Fall etwas hier. Es war auf jeden Fall was hier. Warum ist denn nicht der Strom aus? Ich habe doch den Strom eingeschaltet. Dürfte ja trotzdem nicht kaputt sein. Okay, dann lesen wir mal, was hier steht. Builder save us. Master Durin has been corrupted by whatever evil was lurking within that gemstone. I had gathered the last few of our men in this room. We researched the chapel. Remaster Durin has residing. But before we could react, Master Durin and a dozen creatures of rotten flesh and bone stood before us. I watched them tear my men apart before me. I will never forget their screams. As arms and legs, he pulled it from his sockets and we split it up the ground. We all dead. The creatures just stood there, watched as Durin slowly approached me. I quickly swung my hammer with all my might at him, but its impact on him was like that against solid stone. I dropped my hammer to the ground as he sense grabbed me by the truth and spoke in a voice that froze my breath. None can stand against the shadow. He then thrusted his fist into my chest, breaking my ribs, and proceeded to truth me through the window of my office. Like a ragdoll. Ach du Scheiße.
Vor allem, dass er das alles aufschreiben konnte, heißt, dass der Logan noch lebt. He then took Boss keys from my wall. The surface access key and the key to my chest that contains the holy arrows I had constructed the night before. He placed it upon his belt, the door key, and gave the other to one of the creatures, instructing it not to let me escape. I write this as I sit here bleeding and choking. One of the demons stands just outside. If only I had not put my chest in the foundry, I would have had the holy water to stand against Joan and the false spawn of the trickster that he now commands. May the builder take my soul to rest, Logan. Das ist doch ein Scherz, oder? Also der Logan hat auf jeden Fall Weihwasser-Pfeile erschaffen, womit er sie vernichten kann. Die sind aber in seiner Kiste. Und wir müssen jetzt versuchen, an einen Schlüssel zu kommen. Wir wurden beobachtet. Die Sache ist ja, wenn ich meinen Gegner sehe, ist das alles kein Problem. Tja, ich glaube, das ist der Logan gewesen. Kommt er nochmal wieder? Oder ist er jetzt weg? Oh, Leute. Er kommt. Okay, vielleicht können wir ihn bestehlen. Vielleicht hat er den Schlüssel. Startmodus. Boop. Okay. Das ist, warte mal. Nee, das ist wirklich für die Chest. Das Gute ist, man hat hier immer Möglichkeiten noch zu entkommen. Ich speichere nochmal ab, weil ich nicht sicher bin, was passiert, wenn ich das Ding öffne. Weil ich damit was triggere. Holy Water Pfeile. Damit können wir ihn erledigen. Aber jetzt ist die Sache, ist das der Joran, der Master? Oder ist das einer... Vor allem 20 Pfeile, ob das reicht, weiß ich nicht. Eigentlich auch nicht mein Stil, Untote zu vernichten. Lieber würde ich hier rausschleichen. Vor allem, was habe ich denn davor, wenn ich den töte? Okay. Das ist einer weniger. Okay. Wir müssen hier raus, Leute. Ich bleib hier keine Sekunde länger. Aber was kann man hier noch groß machen? Eigentlich nicht viel, weil wir haben den Schlüssel nicht mehr. Wir haben die heiligen Pfeile, Wasserpfeile. Damit kommen wir wahrscheinlich raus. Ich habe ja jetzt gespeichert. Ich kann ja nochmal laden. Vielleicht muss ich ihn ja nicht töten. Also vernichten. Tot ist er ja schon. Es gab zwei Keys, hat er gemeint. Wir suchen mal weiter. Nicht, dass hier noch ein zweiter Key liegt und wir ihn übersehen haben. Ach, hier hat er gesessen und ist gestorben. Gucken wir mal. Access key and the key to my chest. Er hat beide genommen.
Aber wo ist dann... Was hat es mit der Statue auf sich? Ist die Statue er gewesen? Weil er muss ihn ja rausgeprügelt haben. Ich denke mal, wir müssen wieder zurück. Weil die anderen Räume sind ja alle verschlossen. Und das ist, denke ich mal, auch nicht geplant, dass wir diese Räume besuchen. Gut, dann geht's wieder zurück. Damit mein Freund hier auch nicht wirklich wieder aufstehen soll. Was? Korpse steht da noch? Okay. So, bleib schön da unten liegen. Ich hätte jetzt so geschrien, wenn der Typ auf einmal nicht mehr da gelegen hätte. Okay. Nochmal safen. Steht das noch zu? Das Ding ist auch noch zu. Ich mache irgendwas falsch wahrscheinlich. Das Dumme ist, Hamaritenwachen können uns besser sehen als wir sie. Er hat uns zwar vorhin nicht mitgekriegt, aber man weiß ja nie. Wir haben viel zu viel erfahren. Warte mal, hä? Diese Tür ist neu. Hier vorhin war keine Tür. Seit wann ist hier eine Türe? Das sieht aus wie ein Raum, womit man fliehen kann. Aber kein Schalter von der Seite. Egal, hier gehen wir hoch. Denn oben war ja der Weg, wo wir eigentlich lang wollten. Vielleicht können wir da jetzt lang. Ja, ja, mach noch mehr Krach. Ah, bin ich da noch reingeraten. Heilige Wasserpfeile. Das ist schön, dass man die dauerhaft hat. Normalerweise hat man ja Holy Arrows nicht dauerhaft. Nee, 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 nee. In dem Fall können wir sie auch benutzen. Boah, Alter. Warum muss ich gerade jetzt was in meinem Milch... Nein. Okay, es ist geplant, dass man wieder zurückgeht. Guck mal, da. Warte mal, hä? Da ist noch ein lebendiger Hamarit. Was wohl passiert, wenn wir jetzt einfach mal dahin laufen und sagen, hey Freunde, es geht. Hallo. Ach, du bist böse. Angry Bird und so, ne? Wenn ich dich erledige. Aua. Aua. Was? Das war's schon? Das war's? Das war Jorun? Okay, das war... Warte mal, dann kann ich ihn ja einfach erledigen. Und wenn ich Jorun erledige, sind auch alle anderen erledigt. Bams! Also an ihm lag der Fluch. I don't think I'll need that anymore. Das ist bestimmt unten für die Türe. Aber er glaubt, er braucht den Schlüssel nicht mehr. Weil wir sollen ja wieder hochgehen, weil wir das große Tor öffnen müssen. Naja, versuchen wir es einfach mal. Ich
glaube immer noch nicht, dass wir damit durch sind. Wie fahren wir denn noch? Wir haben ziemlich viele Wasserpfeile verschwendet. Ah, jetzt. Komm schon. Hallo, Licht. Manchmal spinnt das ein bisschen. Diese Dunkelheit macht mich fertig. Also ich habe sonst immer gerne Dunkelheit um mich, aber das ist ja so Dunkelheit, das ist ja ausgewachsene Dunkelheit. Hallo? Keiner da? Ist auch ein komplett neuer Soundsample. Funktioniert immer noch nicht. Ich glaube, wir kommen hier einfach nicht durch. Oder das ist die andere Seite. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt den Schlüssel. Also es war auf jeden Fall wichtig, richtig und wichtig, dass wir den anderen Weg genommen haben. Komm. Fuck. Oh, wo habe ich den gespeichert? Ach so, müssen wir jetzt nicht mehr. Wir haben ja ihn erledigt. Ihn und seine Brut. Corpse of Joran. Ja, das ist Master Joran. Master Joran's erledigt. So, jetzt bloß weg. Ich weiß nämlich nicht, wie lange der da liegen bleibt. Ich vertraue den ganzen Spuk nämlich nicht, ne? Zwar sind jetzt alle Untote tot. Ach, wisst ihr was? Dann hätten wir den einen gar nicht töten müssen. Wenn der andere, wenn die nämlich alle sterben, weil er besiegt wird, dann, hätten wir den gar nicht erledigen müssen. Dann wäre der auch jetzt tot. Also wäre quasi seine Kraft beraubt worden. Also Joan wurde durch diesen Rubin halt auch corrupted. Was mir ein bisschen Panik macht, diese blöde Statue, die auf einmal verschwunden ist. Hier lang. Okay. Vorsichtig. Noch. Wie gesagt, ich bin immer sehr skeptisch, wenn es um sowas geht. Ist aber eine sehr interessante Mission. Also, es ist nicht mal so dümmlich gebaut. Es ist echt interessant gemacht. Also, Stimmung wird erzeugt. Das ist das Wichtigste in Thief. Dass es hier auch Stimmung gibt. Dass man auch Unbehagen fühlt. So, unser Freund liegt immer noch da rum. Gut. Und hier müssen wir rein. Was haben wir denn hier? Ach, noch mehr Dunkelheit. Natürlich. Sonst würde es ja nicht so Shadows of Eidolon heißen. Finally. I've had enough adventures for one night. Musstest du jetzt noch so machen? Was? Auftrag erledigt? Was? Das war's? Och man, ich dachte, jetzt kommt noch voll der große Jumpscare, wo du einfach nur nass gemacht wirst. Gucken wir mal eine Statistik. Es gab kein Loot. Taschendiebstahl 1 von 1, haben wir geschafft. Vom Gegner entdeckte Körper haben wir einen. Hey? Wer hat denn den Gegner entdeckt? Die sind doch alle gleichzeitig umgefallen. Verstehe ich nicht. Egal. Gut, ich würde sagen, das war Shadows of Eidolon. Interessant und sehr nette Mission. War ein bisschen was für nebenbei. Ich habe trotzdem ein bisschen länger gebraucht, als man für die Mission, denke ich mal, braucht. Und ich denke mal, wir hätten wirklich nur unseren Jalen da, Jalon, hätten wir besiegen müssen. Keine Beute. Bin ich ein bisschen traurig. Ist aber echt eine gute Mission. Also es erzeugt das, was es erzeugen soll. Es soll wirklich ein bisschen Unbehagen erzeugen. Gerade durch das erste Mal, dass man durch diese Abflussrohre läuft. Wenn man das nicht kennt, ist das verdammt krass. Also man weiß nämlich nicht, was als nächstes kommen kann und deswegen geht man da vorsichtig ran. Und das habt ihr ja gesehen, war ja dadurch, dass es blind war, war das für mich viel, viel aufregender, als wenn ich schon gekannt hätte.
gut, und deswegen gebe ich diese Mission. Na gut, was hat mir jetzt nicht gefallen, bevor ich jetzt hier komplett zur Endwertung komme? Es ist ziemlich kurz. Und es hat was gefehlt am Ende. Ich finde so, es gab keine große Enthüllung, es gab kein... Den Rubin haben wir nie gefunden. Ich weiß nicht, ob man den überhaupt hätte finden können. Diesen roten Edelstein, der dafür verantwortlich war. Das wäre cool gewesen, wenn man den noch gefunden hätte und der hätte irgendwas erzeugt, was nochmal einen richtig fetten Jumps gegeben hätte. Weil ich war die ganze Zeit angespannt und die Anspannung hat sich leider dann letztendlich aufgelöst, weil ich am Ende nichts bekommen habe. Keine große Enthüllung, nur einfach, wir haben die Gegner erledigt. Das ist sehr schade. Und gerade weil da was gefehlt hat und dass es so kurz war, leider ein Punktabzug. Aber ansonsten würde ich es auf jeden Fall... 4 von 5 Rubine. Und das war Shadows of Eidolon. Wir sehen uns im nächsten Part wieder in einer neuen Fan-Mission. Macht's gut. Tschüss.